Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch Filzbälle machen. Und zwar Filzbälle, die ihr gut benutzen könnt, für in den Trockner zu tun. Das muss 100% Wolle sein, um es filzen zu können. Und wie das jetzt so funktioniert, zeige ich euch jetzt so ihr müsst mir meine fingernägel verzeihen dieses video wird aufgenommen in diese schwere corona zeit und es ist weder nagelstudio noch maniküre oder kosmetikstudio noch offen also muss ich mit diese grässliche fingernägel leben tut mir sehr leid aber so ist es aber nichtdestotrotz wollen wir für euch schöne filme machen also ihr müsst wirklich benutzen reine wolle und um diese bälle zu machen drei finger Wirklich die Wolle 40 mal rumwickeln. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 40. So. Wir nehmen es von den Fingern runter und wickeln wirklich einfach nur rum. Versuche es ein bisschen gleichmäßig zu machen dass es wirklich tatsächlich halbwegs ordentlich ist. Es ist nicht so ganz so wichtig. Wir drehen es wieder und halten es einmal in die Mitte fest und drehen wieder. Für die erste, ich sag mal, erste Wickelung ist es nicht schlimm, wenn es ein bisschen kricklerkrug, krickli, krickli, ko ist. Das ist nicht schlimm. Ihr könnt wirklich eure Wollreste nehmen. Also ich habe aus 100 Gramm reine Wolle, habe ich zwei große Filzbälle bekommen. So, und wie das jetzt am Ende muss es, also wir wickeln wirklich, bis wir so die Größe haben, die wir wollen. Und wenn wir so weit sind, dann sehen wir uns wieder. So, wir sind jetzt angekommen in die Größe, die wir haben wollen. Und fangen nochmal an. Gleichmäßiger jetzt anzuwerden. Wir drehen ein bisschen und immer wieder in die Reihe. Immer wieder rum, 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 aber hier wieder festhalten und nur ein bisschen drehen. Also nicht immer rechts und links, sondern wirklich jetzt immer nur ein bisschen drehen. Mit den Daumen auch festhalten. So. Hier könnt ihr sehen, hier festhalten und nur ein bisschen drehen, und dass es eine gleichmäßige Wicklung gibt. Und wieder ein bisschen. Und wenn wir rum sind, dann vernähen wir. Und das Vernähen geht wirklich zack, zack bei dieser Sache. Nochmal festhalten. Und wir sind fast fertig. Wir können hier sehen, dass hier nur noch dieses was ist, was wir wickeln müssen. Und wenn es gefilzt ist, ist es wirklich. Super hart und ist auch wirklich ein tolles Geschenk. Natürlich kann man Tennisbälle nehmen, das sage ich vorab. Aber wenn man Wollreste hat, es muss auch nicht in eine Farbe sein. Man kann Wollreste haben in Wolle, ich sag mal 20 Meter davon, 50 Meter davon, 100 Meter davon, weil innen drin sieht man es nicht. Es geht darum, dass man wirklich diese schöne Farben nur außenrum hat. So und jetzt sind wir fertig und wie wir es vernähen, zeige ich euch jetzt. So, wir haben unseren Filzball gewickelt. Ich nehme gerne zum Vernähen die äh, Stopfnadeln von NitPro, weil die haben wirklich eine sehr große Öse. So einfach tatsächlich. Oh, siehst du, Vorführeffekt? Dann nehmen wir unseren Ball, gehen einfach nur einmal quer durch und nochmal durch. Einfach nur ein bisschen. Es ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig, da durchzupiksen. Aber er ist keine, kein Hexenwerkt. Es ist wirklich nur, dass die Wolle einfach dazwischen ist. So, und das reicht im Grunde genommen schon. Wir schneiden hier kurz ab. Und das war erstmal unser Filzball, bevor er gefilzt ist. Und wie es jetzt weitergeht, es ist... Auch kein Hexenwerk, aber es ist super, super effektiv und ich, ich finde die Idee einfach schön zum Verschenken. So, und jetzt geht's weiter. Also, wir haben unsere Wolle gedreht, als Knäule gedreht. Wir brauchen dazu ein bisschen Sphären, eine Schere und eine alte Strumpf. Eine alte Strumpfhose oder ein altes Söckchen, weil das werden wir brauchen, um die Wollknäule in die Waschmaschine drehen wir einmal um. Zack. Einmal da rein. Es ist besser, ihr nehmt ein Zwirn oder ein Baumwollgarn, Kotten, also Baumwolle, weil es muss ziemlich heiß gewaschen werden und damit die Bälle oder die Knäule nicht so hin und her rutschen, ist es sehr gut, in einen Strumpf reinzubinden. Sieht ein bisschen aus wie ein Bratwurst. So, das nächste. Wirklich eng aneinander. Mehr muss man nicht. Ah, oh, jetzt ist es weg. Da ist es. So, wir nehmen noch ein Zwirn. Ist fest Knoten zweimal und den dritten auch noch da rein zack und da können wir einen Knoten machen tatsächlich am Ende. Anschließend könnt ihr die Strümpfe nicht mehr anziehen, also nicht die Strumpfhose äh, benutzen, die ihr anschließend nochmal anziehen wollt. So, und das, ich habe hier schon soweit vorbereitet und das kommt jetzt, so, die, unseren Container, ich sag mal Container dazu, <laughs> ähm, mit unsere gewickelte Bälle, die müssen in der Waschmaschine. Heiß gewaschen werden. So heiß kann, ihr könnt es bei 60 Grad in die Wäsche mit einfach mit reinschmeißen in die Waschmaschine reinlegen oder auch wenn ihr, ich sag mal, 90 Grad Wäsche macht, ähm, einfach bei 90 Grad auch waschen. Wichtig ist, dass in die Wasch-, dass sie nicht alleine in die Waschmaschine kommen, äh, sondern mit, mit Handtücher, mit, mit Wäsche, damit es auch wirklich schön. Aneinander gerieben wird, damit dieses Filzen auch wirklich funktioniert durch durch Hitze und natürlich durch Reiben. So, ich habe diese jetzt für euch vorbereitet. Die kommen jetzt in die Waschmaschine. Ihr könnt natürlich auch kleinere Wollknäule machen und dann in kleinere Abteilungen dann tatsächlich in eine Socke oder in Strumpfhose binden, damit äh, ihr kleine Bälle habt, zum Beispiel auch tatsächlich für Wennmobilis oder auch einfach aus einer schönen Dekoration. So, hier habe ich ja schon welche fertig gemacht. Und da könnt ihr sehen, wie gesagt, die sind richtig schön gefilzt und schwer auch. Und das ist toll, einfach um in die Trockner dann mit äh, reinzulegen, rein zu reinzulegen, reinzuschmeißen, weil wie gesagt, was für Worte benutze ich dann? Ähm, einfach auch, um tatsächlich die wäsche, dass es luftig und fluffig bleibt. Wenn ihr zum Beispiel eine Daunenjacke oder eine Jacke mit kleine, kompakte, gefüllten Genähte oh, Mensch, Sieger, wenn ihr eine Daunenjacke mit dieser Genähte. Oh, hilf mir doch jemand! Ihr wisst, was ich meine, wenn eine Daunenjacke genäht ist in so kleinen wie, wie ein Downbett zum Beispiel, Boah, Engländerinnen kommen raus. Und in Englisch weiß ich es auch nicht mal mehr. Auf jeden Fall braucht ihr das. Tennisbälle sind auch gut. Aber es ist einfach hübsch, wenn man das als Geschenk auch tatsächlich jemand macht, eine Freude macht mit, mit Wollresten. Ich habe hier, ich nehme es einmal mit runter, lege das hier mal hin. Ich habe hier zum Beispiel, hier wäre schöner, wenn Pulver drin wäre. Aber ich habe leider hier nur diese kleine Wäsche. Wo alles drin ist. Ne, wie heißen die? Hier, Sika, du fotografierst mich. Wer, wie heißen sie? Perlen. Ja, nicht die Perlen. Vater, nicht die Perlen. Die Dinger, wie heißen sie? Diese Waschdinger, diese Waschdinger halt. Pots. Pots. Ah, thank you. Die Wäschepots, ne? Aber es wäre auch schön, wenn einfach Waschpulver da drin wäre. Wie gesagt, auch als Ostergeschenk wirklich sehr, sehr schön. Ich habe ein Organzasäckchen, das man tatsächlich jetzt... Ich rake das mal an die Seite. Tatsächlich die. Warte, 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 warte. So ein Pöttchen mit reinstellt. Dass es auch ein, ein, ein Geschenk mit Herz ist, tatsächlich selbst gemacht. Und dann machen wir ein Ball rein, zwei Bälle rein. Der dritte wird. Passt nicht rein. Doch, das geht auch. Das ist dann einfach zu machen. Ist ein bisschen groß, kleiner Moment. Dann muss ich jetzt ein bisschen reinquetschen. Also, dass es schön in ein kleines Säckchen äh, verschenkt wird. Hier noch einmal nah zum sehen, wie schön das wirklich ist. Es ist richtig schöner, fluffiger Ball, richtig hart und fest, dass man aus einem Restwolle, diese schöne Trockenbälle, also für den Trockner. Und wenn ihr jemand eine Freude zu Ostern machen wollt, in unserem vorherigen Video haben wir ja gezeigt, wie wir die Osterhäschen äh, machen. Und wenn ihr das einfach tatsächlich in einen Beutel macht, dass es einfach ein schönes Geschenk ist. Das ist. Handgemacht ist immer mit Liebe. Handgemacht mit Liebe ist immer ein schönes Geschenk. Ich habe hier auch noch äh, ein paar andere äh, Ideen, auch was wir aus Wolle filzen können. Das werden wir mit Sicherheit noch euch zeigen. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like abonnieren würdet, auf die Glocke dann Klingelingeling machen würdet und natürlich auch kommentieren und freuen uns wirklich auf jegliche Kommunikation, die wir mit euch führen können. Wie gesagt, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.